Wusstet ihr, dass sich Leute früher in Looping-Achterbahnen öfters mal das Genick gebrochen haben? Kein Spaß, das liegt daran, dass Loopings früher kreisrund waren. Bei kreisrunden Loopings wirken beim Rein- und Rausfahren in den Looping enorme Kräfte. Das kann schnell unangenehm für den Nacken werden, bis hin zum Genickbruch. In dem Looping hier aus New York um 1900 waren es 12 G beim Reinfahren, also 12-mal die Erdbeschleunigung. Achterbahnen heute dürfen maximal 6 G haben. Helfen tut da ein relativ einfacher Trick. Die Loopings in Achterbahnen heute sind oval. Das reduziert die Kräfte, die auf dich wirken und maximiert deine Nackengesundheit. Die Achterbahn hier ist übrigens noch extra special, ein sogenannter Stall Loop. Da bist du ganz oben für 2,5 Sekunden schwerelos.